Und da vorne ist unsere Zielperson. Laufen ihn ja nicht weg. Na gut. Und übrigens habe ich Bewerbung geschrieben, Sie Esel. Viel Glück. Wir haben den Maulwurf. Können wir den Ort aufspüren, den er angerufen hat? Das muss eine Graystorm-Operation sein. Ich arbeite dran. Vielleicht ist in Ihren Daten was über Haddock. Wir müssen es löschen. So, der Bulle schikaniert hier Penner, da kann ich nicht. Kann ich nicht tatenlos zusehen, aber ich finde es interessant, wie sie selbst hier die Obdachlosen eher einen Laptop oder so haben. Finde ich sehr faszinierend. So. Okay, wo müssen wir hin? Da hin müssen wir hin. Wohin? Wohin müssen wir? Ach, da. Ach, das ist ja nicht weit. Das ist ja nur ein Katzensprung. Warum muss der mir auch jetzt vors Auto fahren, ey? Ist der behindert? Mann. Ich bin da. Wir haben einen Exploit, der ihre Daten killt. Wenn die irgendwas über Haddock haben, ist es bald weg. Ich lade ihn hoch. Wieso geht eigentlich jedes Mal der Jumper kaputt? Ich verstehe es nicht. Alles sauber hier. Gehe weiter. So, Mission abgeschlossen. Sieht so aus. Oh, verdammt! Oh, kein Zugriff wegen. Hochgeladen. Und wir haben Nicholsons anderen Kollegen verraten, wer der Maulwurf ist. Der Typ ist erledigt. Meinst du, Haddock weiß, was wir getan haben? Wahrscheinlich finden wir das nie raus. Er ist uns wohl entwischt. Wer zum Henker ist? Sucht ihn! Hört nicht auf! Hey Marcus, einer der neuen Follower hat gerade dieses Gespräch abgefangen. Hör mal rein. Der Köder liegt aus. Das wird bald passieren. Wieso bist du da so sicher? Wir haben unsere Brotkrumen getarnt und das Hacker-Genie hat sie alle geschluckt. Er ist jetzt in diesem Stadtteil. Noch eine Krume. Und wir haben ihn am Haken. Du kommst hier nicht lebend raus. Hacker-Genie? So hat dieser NSA-Typ, den wir mal geschnappt haben, doch Haddock genannt. Daran dachten wir auch. Josh hat die Nummern auf dem Handy gecheckt und eine bekannte NSA-Zentrale entdeckt. Wow, die NSA-Typen wollen Haddock fangen? Check den anderen Typen bei dem Anruf. Er ist jetzt auf deiner Karte. Lol, was war das denn jetzt? Keine Ahnung, von was jetzt die Drohne kaputt gegangen ist. Witzbold? Psst.
hat der Glück gehabt, dass ich ihn nicht überfahren habe. Der Polizei fährt da unten immer noch im Kreis. Polizei auf Abwägen. So, gut. Jetzt haben wir rum genug. Haben wir genug rumgespielt. Jetzt machen wir aber wieder ernst. Wo müssen wir denn hin? Ach was, das schon? Sind wir schon fertig? Primärziel. Ah, okay. Ja, ich glaube, wir machen da mal so eine kleine Schnellreise, wa? Machen wir mal eine Schnellreise hier hin. So. Ja. Ist gleich da hinten, da brauchen wir gar kein Auto. Können wir mal ganz kurz zu Fuß gehen. Wir nehmen hier das Motorrad. Oh mein Gott. Macht mich wahnsinnig, ganz locker. Seit 20 Jahren, alles klar. 20 Jahre? Die NSA ist doch nicht seit 20 Jahren hinter Haddock her. Oh mein Gott. Der Typ muss von Graystrom sein. Graystrom und die NSA arbeiten zusammen. Wir müssen den finden, der dahinter steckt und den Plan vereiteln, bevor sie zuschlagen. Josh hat den anderen aus dem Chat aufgespürt. Sieh dir den doch mal an. Auf die Straße. Okay. Wow. Dann heizen wir da mal hin. Ja. Alles klar, dass wir jetzt nicht runtergeflogen sind, das hat mich echt gewundert. Und da fängt es wieder an zu regnen. So, wo müssen wir denn hin? Jemanden um? Nee. Hä? Ah, hier. Alles ist vorbereitet. Wenn er seinen Hack startet, wissen wir genau, wo er ist. Bleib cool. Vielleicht kriegen wir den Kerl endlich. Du bist etwas zu aufgeregt. Meinst du? Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Bleib locker, geh zurück zum Versteck. Wir kommen hier klar. Nichts da, Mann. Auf keinen Fall. Wir haben ein Versteck erwähnt. Tu mir den Gefallen. Analysier die GPS-Daten auf den Handys dieser Leute. Gut. Gibt's da einen Ort, den sie häufig aufsuchen? Oh Mann. Ja. Ganz eindeutig. Das ist das Versteck. Ich markier's auf der Karte. Jo, da kommen wir ohne Hilfsmittel nicht hin. Also, ja, lassen wir den Forschungspunkt einfach mal gut sein. So, auf der Karte markiert. Da oben ist es. Okay.
So. Meter. Jo, wir sind schon wieder nicht runtergeflogen. Was ist da los? Das ist doch nicht mehr normal. Jo. Ich hab das Versteck. Muss nur noch an die Daten. Versuch dich zu beeilen, Em. Die Haddock-Falle ist bereit zuzuschnappen. Aha, okay. Da müssen wir erstmal hier. Okay. Dann müssen wir erstmal hier mit der Firewall knacken. Also setzen wir uns mal hin und. So, zack, zack, zack. Zack. So. Hier öffnen. Da unten müssen wir hin. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Und das sieht doch sehr gut aus. So, jetzt haben wir Zugriff auf den Scheiß, aber wir brauchen... Ah, guck mal, was wir da unten haben. Das ist aber schön. Moment mal, nee, da fahre ich mal mit dem... Fahre ich mal mit dem Motorrad hin. So, ich park hier nur. Mach nichts Böses, ich tue hier nur parken. Jumper. Und ran an den Kasten. Diese Operation hat kein Budgetlimit. Die Ausrüstung hier ist vom Feinsten. Dann holen wir uns die pikanten Details. Upload. So, das war's. Habt ihr irgendwas? Meistens Überwachungsvideos. Egal was, egal was. Wow. Was? Ein ganzes Dokument mit Codenamen. Du hast doch im Bootshaus von dem Typen, den Haddock gewarnt hat, einen Codenamen gefunden. Ja, Redbeard. Ich such grad. Da ist er. Redbeard. Richtiger Name. Lovro Tomic. Bingo. Garantiert die beste Spur zu Haddock. Ich markiere dir sein Haus. Ja, das geht ja hier jetzt halt ganz gut. Auf Karte markieren. Ja, wahrscheinlich. Dass man da immer einmal quer durch die ganze Map heizen muss, das machen wir jetzt nicht. Auch wenn ich das Motorrad, das wir da gerade haben, eigentlich ganz nice finde, aber ist mir ein bisschen zu weit jetzt. So, jetzt mit Vollgas.
mich wohl verarschen. So, oh, na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Komm, Markus, jetzt hab dich nicht so. So schnell waren wir jetzt auch nicht. So, da müssen wir rein. Alles in Ordnung. Bring alles sicher. Meine Sicht zu vermelden. Optimal. Nein! Verdammt! Es ist Leap, Peep, Blue. Partybot-Sequenz gestartet. Ich hatte nie Unterricht. Macht man das? Hier Leitstelle, wir haben einen aktivierten Alarm. Bitte reagieren. Nö, haben wir nicht. Der da unten dancet sich einen ab. So, ich bin schon wieder irgendwo in einem Haus. Ich fasse es nicht, dass er tatsächlich Haddock erwischen könnte. Nicht, wenn wir es verhindern. Verschwinde jetzt bloß nicht. Nicht jetzt, verdammt. Jetzt bleib mal auf dem Teppich, es geht los. Alle arbeiten daran. Er bewegt sich, ich brauche jetzt deine Position. Moment. Ja. Wie sieht's aus? Eine Sache von Minuten. Mein Kontakt sagt, oh, das ging jetzt aber schnell. Jetzt. Ergebnisse, keine Luftnummer. Wir müssen schneller sein als er. Das ist keine Luftnummer. Sie hören es, sobald ich was weiß. Und ich sage, bewegen Sie den Arsch. Eine Aktion und wir haben ihn. Er schnüffelt am Köder. Ich will die Koordinaten jetzt. Hallo? Fuck. Moment. Das ist es. York und 18, das ist die Mission. Ich hab dich, Motherfucker. Perth. Was? Reykjavik? Chelsea? Was zur Hölle soll der Scheiß? Nein, Motherfucker, nein! Oh, da ist aber jemand sehr aggressiv. Dieser Typ wird Haddock nicht so bald finden. Bringt uns vielleicht Sympathien. Vielleicht. Gerade ist deine E-Mail reingekommen. Hey Kids, nicht total schlecht. Aha. Jetzt? Nicht total schlecht. Von Haddock. Wie abgefahren. Ach, schätze, das heißt, dass Haddock uns verziehen hat. Hey. Ach, natürlich wieder mitnehmen, ey. Mann. Wie kommt man da hoch? Ja, sieht nicht so gut aus. Naja, gut. Brauchen wir ja auch nicht unbedingt. Können wir noch mal gucken, was haben wir denn so in der Forschung-App?
Basteleien, genau die Dinger hier, die wollte ich noch erhöhen. Da brauchen wir noch 2 Forschungspunkte. Deswegen wäre schon nicht schlecht, wenn wir den da jetzt, irgendwie bekommen würden. Grundgütiger. Ein wenig. Ah, da. Und vielleicht noch ein paar mehr. Ja, rein können wir dann nicht, das war ja klar. Ich dachte, okay, jetzt bin ich erledigt. Aber er stolpert und ich habe meinen Arm von dem anderen freigekriegt. Gucken, ob uns das Auto irgendwie hilft. Das Auto hilft uns im Moment nicht, jetzt aber. Ja, das könnte klappen. Oh. Jawohl. Nicht schlecht. Willst du, Alter? Schwör, ich mach dich Krankenhaus, Junge. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Beeilung, Tempo! Der Not hat jemand ein. Wo? Beeilung, bitte. Die Person ist tot! Ja, Polizei! Schnell! Kommen Sie schnell! Ich in der Leitung bleiben! Das ist keine gute Idee. Sind Sie noch dran? Hallo? Jo. Ich wollte ihn eigentlich hacken und den Anruf unterbinden, aber. Das Ding visiert ja die Leute nicht an. Das sieht übel aus. So, wer will jetzt noch Stress, hä? Ach, guck mal, hier wäre. Sie bringen noch jemanden um. Wieder in der Maschine gewesen. Aber gut.